Ja, meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen. Schönen guten Abend nochmal. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Pressekonferenz im Anschluss an das Champions League-Spiel Real Madrid gegen den 1. FC Union Berlin. Jetzt in der Pressekonferenz der Cheftrainer des 1. FC Union Berlin, Urs Fischer. Urs, zunächst die Bitte um deine Einschätzung zu diesem Spiel mit denkbar knappem Ausgang. Ja, enttäuscht natürlich, wenn dir eine Minute fehlt, um einen Punkt aus Madrid mitzunehmen. Ich glaube, ist das auch verständlich. Aber dann eben auch Stolz, wirklich ein großer Stolz, wenn es um die Leistung der Mannschaft geht. Ich glaube, haben wirklich alles aufgewendet, was möglich ist. Ich empfand die ersten 30 Minuten als wirklich sehr gut, ein ausgeglichenes Spiel. Wir waren sehr diszipliniert. Ich empfand, dass die Mannschaft da in den ersten 30 Minuten wirklich sehr erwachsen gespielt hat, mutig war, frech war, gerade auch im Spiel mit dem Ball. Ja, und dann schlichen sich so kleine Fehler ein, unnötige Ballverluste. So die Viertelstunde vor der Pause haben uns nicht so gefallen. Wir haben es dann in der Pause versucht anzusprechen. Ja, hat sich dann durchgezogen. Ich glaube, wir hatten kaum mehr Entlastung. Madrid hat unheimlich Druck gemacht. Ich glaube, wir hatten gerade in der zweiten Hälfte dann auch das nötige Fußballglück auf unserer Seite. Ja, am Schluss fehlt dir eine Minute, um einen Punkt mitzunehmen. Dankeschön, Urs. Gibt es Fragen? Dann bitten wir ums Handzeichen. Beginnen dort, bitte. Adrian Rodriguez Huber, Agencia EFE, grüß Gott, Herr Fischer. Sie haben sich recht gut 94 Minuten gegen den Rekordmeister verteidigt. Meinen Sie, dass heute der Fußballgott, wenn es ihn gibt, sehr ungerecht zu Ihnen war? Und eine zweite kurze Frage, was hat Ihnen am besten vom Real Madrid heute gefallen? Ja, also am Schluss ist Fußball immer gerecht. Also ich glaube, nimmt man die 95 Minuten, glaube ich, ist Real auch der verdiente Sieger. Aber wenn du so kurz davor bist, einen Punkt mitzunehmen, ich glaube, dann tut's auch weh, weil es die Mannschaft gerade defensiv, ich glaube, wirklich sehr gut gemacht hat. Aber wenn du keinen eigenen Ballbesitz hast, wird der Druck immer größer. Und das haben wir sicherlich in der zweiten Hälfte einfach nicht geschafft. Diese Ruhe. Es steht 0-0 gegen Union, aber du hast nie das Gefühl, dass sie Stress bekommen, haben ihr Spiel durchgezogen, immer wieder versucht, in den Druck zu spielen, haben die ganze Breite des Platzes genutzt, kamen somit auch immer wieder gefährlich vor unser Tor. Ja, das ist schon was wir mitnehmen können. Wir können lernen aus diesem Spiel. Ja, wenn es um Entwicklung geht, sind das eben genau solche Spiele. Es tut zwar weh, hast nichts in den Händen, aber ich glaube schon, mit ein bisschen Abstand hilft uns das für die Zukunft. Es gab zunächst eine Frage hier vorne. Ja, Arne Richter bitte, dann Javier Cáceres, also dann auf der... Hallo, verstanden. Kann Ihnen das Spiel denn heute auch vielleicht kurzfristig helfen für Samstag? Das Leben geht ja weiter, Hoffenheim kommt. Kann man da auch was mitnehmen oder ist eher die Gefahr, dass es doch so einen kleinen Knacks gibt jetzt kurzfristig? Ja, ich meine, die Frage wurde mir schon nach dem letzten Meisterschaftsspiel in Wolfsburg gestellt. Wenn ich sehe, wie die Mannschaft heute aufgetreten ist, glaube ich, hat die Niederlage nicht so viele Spuren hinterlassen. Aber logisch, bekommst wieder eins auf den Deckel. Heute, ja, gilt es wieder, Mund abwischen, versuchen die Lehren aus dem Spiel zu nehmen. Ich glaube, dann mit ein bisschen Abstand nach dem Spiel Hoffenheim haben wir schon auch ein bisschen Zeit. Da haben wir eine Woche,
als Vorbereitung für die Aufgabe in Heidenheim. Da kannst du dann auch mal gewisse Bilder zeigen, aber in 2 Tagen ist einfach die Zeit zu kurz. Es gilt bestmöglich zu regenerieren und dann wieder 11 Spieler auf den Platz bekommen, die alles dafür tun. Ja? Javier Caceres, bitte, und dann gehen wir nach vorne. Guten Abend, Herr Fischer. Sie haben heute auf Leonardo Bonucci zurückgreifen können oder müssen. Zum einen, wie waren Sie mit seiner Leistung zufrieden und reicht es dann nicht für die ganze Spielzeit heute? War das eine Frage der Physis, dass Sie ihn ausgewechselt haben? Ja, es war ein Zeichen von Leo. Muskulatur hat zugetan, aber wenn ich sehe, was er bis da gezeigt hat, ich glaube, war sehr gut in der Spieleröffnung, ich glaube auch im Antizipieren von Situationen, gerade in der zweiten Hälfte, hat er da schon 2, 3 Aktionen unterbinden können. Ich glaube, es war die gewünschte Erfahrung auf der letzten Kette. Ich glaube schon, mit Danilo Doki und mit Diogo Leite haben wir doch 2 sehr junge zentrale Verteidiger, und weil Robin Knoche nicht zur Verfügung stand, ja, war das der Moment, ihn ins kalte Wasser zu werfen. Wir wussten, dass das wahrscheinlich nicht über 90 Minuten reichen wird. Er hat dann ein Zeichen gegeben, und ich glaube, dann ist es auch völlig vernünftig, einen Spieler zu wechseln. Ich glaube, schon eine Weile her, wo er das letzte Mal 90 Minuten gespielt hat. Und nicht vergessen, er hat ja auch nicht eine normale Vorbereitung absolvieren können. Yes. Eduardo Vidal para Hispanic Sports Media. Yo le quiero preguntar a nivel personal, ¿cómo se sintió haber dirigido un partido en un estadio tan histórico como el Santiago Bernabéu? Gracias. Ja, natürlich, ein spezielles Spiel. Ich glaube, Champions League ist das Größte, was man sich erträumen kann. Ich glaube aber schon, dass wir für das wirklich sehr hart gearbeitet haben. Ich glaube, das ist am Schluss eine Belohnung, nicht nur fürs Trainerteam, nicht nur für die Mannschaft, sondern für den Verein als Gesamtes. Ich muss aber ehrlich sagen, ich konnte so die Stimmung gar nicht genießen, weil ich war im Spiel, ich war im Tunnel, dann bekommt man eigentlich das gar nicht so mit. Also von daher, ja, aber natürlich ein toller Moment, wenn man die Hymne hört, da weißt du dann wirklich, du spielst Champions League, und dann noch bei Madrid, ja, also viel mehr geht dann auch nicht. ¿Qué tal, Urs? Aquí. Jorge Cascón para Bernabéu Digital. Enhorabuena por el partido, a pesar de la derrota por ese gol de Jude Bellingham. Un jugador que ya conocen de la Bundesliga. ¿Qué le ha dicho a sus jugadores acerca de Bellingham y cómo se le puede parar? Muchas gracias. Ja, ich glaube, wenn man sich die 90 Minuten oder 93 Minuten 30 Sekunden anschaut, hatten wir Bellingham nicht schlecht im Griff. Ja. Ich meine, das Tor, was wir bekommen, es geht dann auch ein bisschen zu einfach. Dann gibt es einen Schuss, das ist so ein bisschen Ping-Pong, und fällt dann Bellingham ein bisschen glücklich vor die Füße. Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass es nicht ein Einzelner sein kann, der Bellingham verteidigt, sondern du musst das als Mannschaft versuchen hinzubekommen. Und ich glaube, über die ganze Spielzeit haben wir das eigentlich nicht schlecht gemacht. Wir machen weiter bei Paul Gorgas, Frank Noack, dann Javier Caceres. Herr Fischer, eine kurze Anschlussfrage. Ist denn der Einsatz von Leonardo Bonucci für das nächste Wochenende damit gefährdet? Und die eigentliche Frage, Mitte der zweiten Halbzeit gab es eine gelbe Karte gegen Ihre Bank. Können Sie da auflösen, wofür es die gab und wen es da getroffen hat? Oh. Tut mir leid. Ja, also wie gesagt,
habe ich nicht mitbekommen. Ja, und ob das bis Samstag reicht, jetzt haben wir 2 Tage Zeit zu regenerieren. Logisch, gibt dann sicherlich auch noch ein Gespräch, wie er sich fühlt. Wird so sein, dass Robin Knoche noch nicht zur Verfügung steht. Ja, versuchen wir, ihn zumindest hinzubekommen. Ha? Frank Nowak, bitte. Herr Fischer, können Sie kurz sagen, wie geht es Alex Kral? Der hat ja einen Schlag abbekommen und bestand da in der ersten Halbzeit auch mal die Überlegung, dass man ihn auswechseln muss? Ja, er hat einen Schlag auf den Zeh bekommen. Wurde dann getaped. Ich war, so gut es ging, eigentlich immer im Austausch mit ihm. Habe ihn immer wieder darauf angesprochen, wie es ausschaut. Er hat eigentlich immer einen Daumen nach oben gezeigt. Von daher glaube ich schon, mit dem Adrenalin, was du hast, ja, vergisst man dann schon auch mal Schmerzen. Ich glaube jetzt dann eine gewisse Zeit nach dem Spiel. Ja, schauen wir mal. Also ich habe mich mit der medizinischen Abteilung noch nicht ausgetauscht. Javier Cáceres nochmal bitte. Herr Fischer, ein paar Worte würde ich Sie auch noch, um ein paar Worte zu Frederik Renaud bitten, der heute, glaube ich, eine ganz gute Leistung gezeigt hat. Wie sehen Sie seine Entwicklung der letzten Zeit vor allen Dingen? Zum einen und eine Frage an Christian Arbeit. Es gab wohl einige hundert Union-Fans, die nicht pünktlich ins Stadion gekommen sind. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon bekannt ist und ob es da Erklärungen gibt. Mach du zuerst, dann habe ich noch einen Moment zu überlegen. Okay. Ja, das hatte mit sehr gründlichen Einlasskontrollen zu tun und mit dem, ich sag mal, Wunsch, bestimmte Dinge, die bei uns ganz normal zur Fußballkultur dazugehören, mit einzubringen, die hier aber von der Polizei untersagt sind. Deshalb haben die Einlasskontrollen relativ lange gedauert und ja, auf die Weise kommt es dann immer wieder mal zu Verzögerungen oder Dinge dauern dann ein bisschen länger. War kurz, tut mir leid. Ja, das war wirklich kurz. Nein, ich sehe die Entwicklung in die richtige Richtung, phasenweise sehr gut. Ich glaube, nicht erst seit dieser Saison oder Spielzeit, sondern auch in der letzten war er wirklich sehr konstant unterwegs. Ich glaube, er hat in seinem Spiel auch eine Entwicklung gemacht, wenn ich sehe, wie er gerade bei Eckstößen oder Flanken auch immer wieder das Tor verlässt. Das ist unheimlich wichtig, auch für die Verteidigung. Das gibt einer Verteidigung ein gutes Gefühl, wenn du einen Torwart hast, der sich was zutraut. Auf der Linie, ja, hat wirklich einen guten Reflex, ein gutes Positionsspiel, aber auch bei Freddy gibt es noch Dinge, an denen wir arbeiten können und auch arbeiten müssen. Ja. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr, dann sage ich Dankeschön fürs Kommen. Muchas gracias y buenas noches.